Moin Moin Tag, Servus und Grüezi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Huibu, Phasmophobia im Spuktober. Heute wieder mit dabei, Nadine? Hallöchen. Meine Frau wird bei der nächsten Aufnahme wieder mit dabei sein, beziehungsweise Aufnahmesession. Aber Grüße gehen raus. Und meine Wenigkeit, der Nobody, der hier vor Fall 119 steht. Dave Shawcross. Oh, was für ein Name, Shawcross. Er reagiert auf Einzelpersonen. Wir müssen mit dem Kruzifix eine Jagd verhindern, Fotos schießen vom Geist und mit dem Parabolmikrofon umhergehen. Also, Standard. Parabol machst du. Das funktioniert bei mir immer nicht. Ja, bei mir eins und zehn Mal funktioniert's. Oh, öffne die Tür. Liegt nichts rum. Du schmeißt uns sofort wieder. Zwei. Ah. Eins hier drin? Ich bin auch in der Küche und zwei. Nee, eins wird ja nicht. Alles was. Ja, aber zwei allerdings. Der pendelt hier zwischen. Vielleicht ist er sogar oben, keine Ahnung. Wir gucken mal. Ich guck mal hier weiter. Drei hier. Wo ist hier? Hier gerade. Bin hier rüber. Hier. Was hast du hier angestellt, Geisti? Die Schuhe nicht richtig hingestellt, Zauberei. Ich glaube auch. Der war schon sehr aktiv. Hast du auch nicht gemacht, ne? Nope. Dann war er das. Ouija Board schon fotografiert? Wo ist es denn? Unterm Regal, in dem Schrank. Wo? Da hinten? Ja. Oh, das sechst. Und blind wie ein Mauken. Ich geh mal in den Keller. Okay. Geist, gehst du mit? Ja. Oh. Damit er mich wieder frisst. Nee, danke. Okay, die Katze stirbt gerade. Nix gibt's. Ich weiß, was der Geist noch nicht hat. Und dann vergiss es. So, Knochilein, wo bist du? Ich geh mal hochgucken. Ich mal hoch. Ich guck mal ganz kurz, wo der Stromkasten schon wieder ist. Ich finde den schon wieder nicht. Ich bin schon wieder blind. Ah, der ist hinten in der Garage im letzten Eck. Also hat Nobody nicht gesehen. Oben Knochen. Wo? Oben. Im Bad. Da ist der Stromkasten. So, wir haben Strom. Und schön. Geisti spielt hier Piano, das war nicht ich. Okay. Was spielt er denn Schönes? Keine Ahnung, kann ich nicht identifizieren. Also hier im Bar. Alle meine Entchen, oder? Nein, damit fangen wir jetzt gar nicht an. Gut, hier liegt mein Brustkorb, dann haben wir ja alles. Außerdem den Raum. Also unten würde ich sagen, hier oben schlägt das EMF nicht an. Nee, der, wie gesagt, der hat... Oben muss man dann noch den Brustkorb fotografieren und mitnehmen. Definitiv ist er hier. Dann schicke ich den Geist zu dir, Genie. Sagt der Geist, Muji Muji, bin ich wahr. Ich vermute fast. Schreib ins Buch. Ruf mich an. Nee, das bitte nicht. Gleich 3, 2, 1. Ja, jetzt ist das Telefon gegangen. EMF2 irgendwo. Das ist definitiv hier. Der tut hier Dinge. So, dann unterhalte ich mich mal wieder mit dem Geist. Mit dir nicht, Katze. So, also wir hatten einmal das Ouija-Board da hinten. Aua. No.
Ich mache mal überall hier das Licht aus. So, der Herr. So, bleiben Sie bitte fern. Wo bist du? Oh, Adio. Er ist behind. Wunderbar. Er ist behind. Er mag's schon. Ich sag's nicht. Das finde ich nicht witzig. Ich sag's nicht. That's not funny. Hängt von der Perspektive ab. Erster Beweis. Er quatscht mit mir. So, dann nehme ich mein Ultraviolett wieder mit. Buch haben wir drin, das will auch drin. Wo schaust du? Ich dachte, ich hätte einen Orb hier durchgesehen, aber no. Hier ist auch ein Fußabdruck, ne? Also, er ist einmal durchs Salz gelaufen. Ja. Mach ich gleich. Ich komme. Du bist da durchgelatscht. Hier. Oh. Hast du es gesehen? Ne, geradeaus durch. Ah, da hinten. Schmeißt er die ganz? Okay, Buch ist es schon mal nicht. Okay. Er mag das Buch nicht, das hat er gerade weggeworfen. Wir sind bei Gefriertemperaturen. Okay. Onryo, Zwillinge oder Mimik? Ich tippe schon auf Zwillinge, weil ich habe auch Schläge in zwei Räumen bekommen. Beziehungsweise in Räumen und er ist im Flur aktiv. In dem Moroi kann es auch noch sein, ne? Dem F kann es noch sein. Ultraviolett, das wäre der Mimik, aber dann bräuchten wir auch Orbs. Geisterbuch. Ultraviolett gab es aber nicht, ne? Habe ich noch nicht geguckt. Das ist raus. Weil die die Abdrücke sind immer nur eine Zeit lang sichtbar. Im F5. Okay. Das sagt's. Dann haben wir die Zwillinge. Oh Gott, nee. Und hier sind gerade auf Aktivität 10. Hey, und das ist keiner drin. Kruzifix hast du schon reingelegt. Eins, hast genau. Hast du gerade aufgehört? Was? Der spielt schon wieder Klavier da drin. Ja, dann werden wir den Rest nicht haben. Ja, Zwillinge sind halt doof, ne? Ja, ich würde sagen, was können wir noch reißen, um extra Pünktchen zu bekommen? Fotos, Parabolmikrofon. Dann fressen. Ich würde noch mal Sanity fressen, weil die wollen die ganze Zeit hunten. Ich würde sagen, noch mal Sanity vorher essen. Jo. Boah, Katzel, Schwab. Dann gehen wir. So, warte, mache ich noch mal Fotos. Im F haben wir beide drin, na, dann klaue ich mir da schnell eins. Dann gib mir mal das EMF, und dann sehe ich, wann er was macht. Lestilein, schmeiß noch mal was. Hat er jetzt gerade das Licht ausgemacht? Ja, schon eine Weile, glaube ich. Nee, warum man hier gerade den Dings gehört. Hat er auch schon wieder geschmissen? Doch noch mal so schön Klavier für uns. Naja, Leute, der wütet hier. Also Parabolmikrofon. Ist da gerade nichts. Okay. Ach.
denn noch machen mit dem Liebchen da? Definitiv DMS-Fans. Zwei Fotos noch. Ja, ich hab's kapiert, dass es EMF-5 ist. Ja, hab ich kapiert. Ich ärgere den mal ein bisschen. Ich hab jetzt auch den Klaviersitz bestellt. Aber das gibt einen heißen. Klavier kann man so schön fotografieren. Er macht gerade das Auto an. Wir haben die Schlüssel nicht. Lass mich mal vorbei. Ich hab die Schlüssel. Hast du schon aufgenommen? Nee, hast du nicht. Jetzt hast du. Schau mal, zeig dir mal was. Ich dachte, ich hätte die aufgenommen. An der Schüssel. Ja, vorne in der Schüssel. Nö, die waren gerade noch drin. Oder war es davor, wo ich die aufgenommen habe? Ich weiß schon nicht mehr. Ich kann schon nicht mehr sagen. So, ich muss mal kurz können. Ja, bis auf ein Foto haben wir jetzt alle. Sieht jetzt aus? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben hiervon nichts erreicht. Aber weißt du, ich würde sagen, ist nicht so schlimm. Ja. Weil mit Zwillingen. Ne. Habe ich schon großen Respekt. Es geht ziemlich schnell mit denen. Ja, vor allem, du weißt nie, aus welchem Raum die Hand hat, ne? Du müsstest jetzt in allen Räumen, wo die ganze Zeit rumgegeistert sind, müsstest du jetzt überall Kruzifixe reinschmeißen. Ja, eigentlich hier einmal. Ja, wir bräuchten 3 Kruzifixe eigentlich. Hier Flur, Wohnzimmer, Küche. Gut, ich habe mich schon bei dem beliebt gemacht, mit dem Kerzenlicht. Aber ich würde sagen, wir haben schon viele, viele Fotos. Ich würde sagen, komm. Fahr mal ab. Hast du? Ja. Tschüss. Hülle. Nadine würde euch adaptieren, übrigens. Ja, aber nur, wenn sie nicht mehr tot sind, bitte. Ja. Guten Tag. I've got some jobs ready for you. Money, 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 money. Money. Stimmt, den Knochen. Ah, den Knochen habe ich jetzt oben ganz vergessen vor lauter. Ach so, ja. Ja, mein Gott. Passiert. Aber ich kann jetzt Sanity kaufen. Geil. Damit ich nicht mehr so oft durchdrehe. Immer her mit dem guten Zeug. Huch. Wir bräuchten Räucherwerk einmal, 2x Salz, ja. 2x Sanity Medizin. Gott, sind die teuer. Eine Zünder und eine Kerze. Ups. Müsste wieder alles drin sein. Yippie! Ach, da bist du. Ich dachte, du bist abgeschrieben. Weiß nicht, vielleicht fängst du auch hier an zu schweben. Nein, ich bin nur besessen. Ja, das ist nichts Neues bei dir. Guten Tag. Warte, die versteckt sich. Genau. Aber das kann ich besser machen. Das sieht nicht besser aus. Sieht so aus, als ob du den Pfeiler hier bekrapschen wollen würdest, aber gut. Nee, danke. Ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge angelangt, die mal wieder Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich bei dir, Nadine. Immer wieder gern. Natürlich auch bei euch, ihr Lieben. Genau.
Headbanging. Ich muss jetzt hier irgendeinen Death Metal Song reinpacken. Warte, warte. Es macht so viel Spaß mit Nobody. Okay. Wenn es euch denn gefallen hat, ihr Lieben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben und ein Abo unterstützen würdet. Und wenn ihr auch auf die Glocke haut. Und generell, lasst mal einen Kommentar da. In Discord lasst uns quatschen, das wäre super. Je nachdem können wir auch mal ein Spiel zusammen machen. Ich möchte auch daran erinnern, am 31., wenn der Spooktober zu Ende geht, startet nochmal eine kleine Auslosung bei mir auf für alle Abonnenten. Und die wird dann auf dem Discord-Server stattfinden und ein Bot wird dann auslosen. Ich sag noch nicht, was es gibt. Das werde ich erst einen Tag vielleicht vorher ankündigen. Schauen wir mal. Ja, dann auf jeden Fall vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Rübu und schönen Spooktober. Ciao. Tschüss.